wir uns erstmal hier den leckeren Shop an, zugleich dann aber auch den normalen Shop, nicht nur den Item-Shop, sondern auch den normalen Shop, weil da soll auch ein neues Paket am Start sein. Bin sehr, sehr gespannt, was drin ist. Wir sehen erstmal, was gibt es. Es gibt einen neuen Skin, kryptischer Verfluch-Paket oder kryptischer Fluch-Paket. Einmal sehen wir hier den Wrath-Skin. Ob ich das richtig ausgesprochen habe, weiß ich nicht. Der sieht ja richtig cool aus, ne? So eine Mumie. Oder was? Ja, das ist so eine Art Mumie, ne? Mit den ganzen Verbänden, Bandagen da um ihn herum. Was hatte ich hier als Rucksack? Kein Sanduhr hatte. Dazu noch die Spitzhacken. Dann gibt es noch ein paar Aufgaben. Aber es ja unterschiedliche Stile noch gibt, ne? Also, dieses ganze Paket hier, 1600 V-Bucks beim Kommen, diesen Skin hier. Dann noch Backpack dazu, dann noch Doppelspitzhacke und dann gibt es natürlich auch noch unterschiedliche Outfits und das wirklich nur für 1600 V-Bucks. Ist auf jeden Fall ein richtig geiles Schnäppchenpaket. Finde ich sehr, sehr geil. Finde ich sehr, sehr geil. Ich finde auch den Skin allgemein sehr, sehr gut. Schaut ihn euch an, Leute, wirklich. Also, der passt da wirklich perfekt zu Halloween jetzt. Als Mumie und da gibt es unterschiedliche Farben mit Lila, Grün, Rot und so weiter. Sehr, sehr viele Farben. Dann hier noch Blau auch. Sehr, sehr cooler Skin. Sehr, sehr geiles Paket auch, wirklich. Also, da hat Epic Games dann mal was Geiles rausgekommen. Ich fände, das sieht auch irgendwie so richtig lässig aus, ne? Mit diesem Mantel und dem Hut so. Das ist schon echt geil. 1600 Boxen. Ah, gefällt mir. Ist geil. Dann sehen wir hier den Raptor Skin für 2000 V-Bucks. Er war ja auch schon ein paar Mal im Shop, ist ungefähr seit Season 4, Season 3 am Start. Ist einfach ein Klassiker. Und er hat einen neuen Stil. Er hat einfach einen neuen Stil, Leute. Guckt euch das an, wie geil. Alter. So sieht er so normal aus. Denkt man sich, okay, ist ein. Ah. Oh, ganz easy, ne? Einfach ein Pilot, ganz easy. Und dann passiert das, Digga. Das ist schon geil, ne? Mit diesen Augen, Alter. Und diesen Zähnen, Alter. Schon ein kranker Skin. Für 2000 V-Bucks. Finde ich sehr, sehr geil. So. Sehr, sehr geil. Dann sehen wir hier noch Kürbiskübel für 600 V-Bucks. Einfach ein easy Rucksack, Backpack hier. Das sieht auch ganz geil aus. Ein Kürbis? Warum er ein Headset hat, weiß ich nicht, aber okay. Der hat einfach ein Headset, muss los. Ein Kürbis, der ein Headset hat. Und aus ihm kommen einfach lila Flammen raus. Okay. Lila Flammen. Ja, warum nicht? Lila Flammen sehen auch ganz geil aus, finde ich. Rot würde irgendwie nicht dazu passen. Lila sieht schon geil aus. Passt ja auch perfekt gerade zur Lobby hier auch. Die Lobby ist ja auch so Nebel umhüllt und so weiter. Dann sehen wir hier noch die ganzen Fußballer-Skins sind jetzt auch noch hier. Immer noch am Start. Sind locker schon seit 3 Tagen hier im Shop. Ist schon wirklich sehr, sehr heftig, muss ich sagen. Und ihr wisst ja, meine Favoriten waren erstmal. Also von dem männlichen der Skin hier. Weil ich mag einfach die Farbe blau. Türkismäßig ist das ja. Also die Farbe mag ich einfach sehr. Und den mag ich auf jeden Fall sehr, weil er erinnert mich an das an den Brainiac, weil der Brainiac jetzt auch schon so aussieht, also pink. Finde ich geil. Und dann von den weiblichen finde ich den auch noch geil, wegen der Farbe einfach. Also die Fußballer-Skins lohnen sich auf jeden Fall. Sehen auch wirklich geil aus. So, dann sehen wir hier Überlebenskünstlerin auch am Start. 1200 V-Bucks. Auch ein echter Klassiker. Ist schon wirklich auch seit Season 3, Season 4 hier am Start. 1200 V-Bucks, auch ein echt nicer Skin, muss ich sagen. Kann man sich gerne gönnen. Ist auf jeden Fall nicht zu teuer. Dann sehen wir hier Boxenstopp. War auch schon, also schon auch so seit Season 3, Season 4 am Start. Also wirklich viele OG-Skins sind hier wieder am Start. Die jetzt schon natürlich jetzt auch so locker 10 Mal im Shop waren. Aber sie sind halt immer noch Klassiker, ne? Die kennt man, die laufen auch öfters rum. Ja, in der Runde halt. Und hier für 800 V-Bucks den Boxenstopp. Ich finde, der sieht voll geil aus und für 800 V-Bucks schon nice. Gar nicht mal teuer, ne? Schon ein gutes Schnäppchen. Dann sehen wir hier den
Rülpse? Okay, für 200 V-Bucks. Hey, warum? Warum Rülpse? Was hat das damit zu tun? Der macht doch Liegestütze und dann springt er hoch. Was hat das mit Rülpsen zu tun? Also, das macht irgendwie keinen Sinn. Denke ich nicht. Aber ich finde den Emote geil. Da kann man gut angeben, dass man richtig sportlich ist, ne? Finde ich cool. So, da stehen wir Sturmkönig. 200 V-Bucks. Sturmkönig. Also die Musik ist auf jeden Fall... Die ist fresh, Digga. Die ist so richtig bedrohlich, abenteuerlich und so. Es macht richtig... Erweckt hier wirklich die Spannung. Finde ich sehr, sehr cool. 200 V-Bucks. Ja, ich hätte auch mal gerne den Modus gezockt, ne? Ich hoffe, der kommt bald wieder. Sturmkönig-Modus ist schon fresh. So, dann sehen wir hier Sturmkönigs-Faust für 800 V-Bucks. Die Spitzhacke hier. Ist einfach eine Faust als Spitzhacke. Ich glaube, das gab es halt wirklich noch nie, ne? Eine Faust als Spitzhacke für 800 V-Bucks. Ja, die Faust sieht aber auch echt geil aus. Und dann hier die Knochen, ne? Die Knochen an der Faust. Sind einfach aus irgendwelchen lilanen Kristallen noch, ne? So. Sieht geil aus. Also hat echt Stil. Für 800 V-Bucks. Ist auch gar nicht mal viel für die Spitzhacke, ne? Finde ich sehr, sehr cool. Ja, Leute, das ist der gesamte Shop. Und hier zum krönenden Abschluss mein Creator-Code BoxingMan-Bra. Kann man ganz easy im Item-Shop eingeben und mich damit auf Ehrenbruder-Basis unterstützen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr es macht. Kuss geht raus an die, die es tun. Danke für den Support, Leute. Es ist wirklich kostenlos. Dauert wirklich nur 2 Sekunden. Und wenn ihr euch dann was im Shop kauft und der Creator-Code BoxingMan-Bra drin ist, dann unterstützt ihr mich auf Ehrenbruder-Basis. Nicht vergessen, alle 14 Tage wird der gelöscht. Deswegen auf jeden Fall immer wieder neu eintragen, wenn ihr mich weiterhin unterstützen wollt. Würde mich sehr, sehr freuen. So, dann sehen wir hier im Shop, wollte auch nur den Shop hier zeigen, Fortnite das Wellenbrecher-Paket und Fortnite letzte Abrechnung-Paket. Das letzte Abrechnungspaket war ja für einen Tag erstmal weg, ist jetzt wieder hier am Start, finde ich sehr, sehr cool, dass auf jeden Fall wieder reingekommen ist. Das heißt, man kann sich das auf jeden Fall wieder gönnen. Erstmal sehen wir hier aber das neue Paket, das Wellenbrecher-Paket. Für 4,99 bekommt man 600 V-Bucks, den Skin plus Spitzhacke plus nochmal Backpack hier. Krass. Skin ist auch echt geil, ne? Also für 4,99. Ihr wisst ja, die 4,99 Starter-Pakete sind wirklich immer sehr, sehr gute Pakete. Finde ich sehr, sehr cool. Dass man einfach, ja, wirklich, man kriegt viel, viel mehr für das, was man eigentlich ausgibt, ne? Man gibt 4,99 aus, bekommt 600 V-Bucks, hat alles einen Wert von dann 6 Euro bei 600 V-Bucks. Und dann kriegt man noch Skin, Spitzhacke und Backpack. Also, geiler geht's nicht. Also, wirklich. Das sind immer so die besten Pakete. Finde ich sehr, sehr cool, wenn man sparen möchte. Auf jeden Fall sehr nice. Und dann sehen wir hier noch das Fortnite letzte Abrechnungspaket. War ja vor ein paar Tagen im Shop. Ist jetzt wieder drinne. Das heißt, für die, die ihn noch nicht geholt haben, das sollten sie auf jeden Fall jetzt machen. Weil dieses Paket ist wirklich richtig geil. Diese drei Skins zusammen passen perfekt gerade zu Halloween, muss ich sagen. Sind sehr, sehr furchteinflößend. Für 17,99, dass man drei Skins bekommt plus Backpack, alles ist am Start hier. Dann, ja, genau, die ganzen Skins sind am Start. Finde ich sehr, sehr cool. Wirklich richtig nice Skins. Der rechte zum Beispiel, der sieht aus wie Ghoul Trooper, halt nur in lila. Der linke sieht aus wie, ihr kennt ja zum Beispiel Chucky, die Mörderpuppe oder sowas zum Beispiel. Das passt ja auch perfekt zu Halloween. Und der in der Mitte sieht aus wie so ein Schamane. Passt ja auch so zu Halloween, ne? Wenn das so ein böser Schaman ist zum Beispiel, ne? Also für 17,99 auch ein nice Paket. Und natürlich kann man sich diese Pakete auch mit meinem Creator-Code BOXINGMAN-BRA ganz easy kaufen und mich damit auf Ehrenbruder-Basis unterstützen. Würde mich sehr freuen, wenn ihr es macht. So. Okay. Ich würde sagen, wir machen dann mal weiter und beantworten natürlich hier Fragen im Chat. Kommentare etc. Low Army ist auf jeden Fall am Start. Grüß dich, moin, schön, dass du da bist. So. Kannst du Custom Games machen? Wie gesagt, wenn ein neuer Sponsor wieder am Start ist, wie zum Beispiel Tutu Daniel, der das letztens Jahr gesponsert hatte, auf Ehrenbruder-Basis, dann wird auch wieder Leckerli Custom Games gemacht.